7 Blockbewohner wollen gemeinsam mit Fitnesscoach Fernanda Brandau abnehmen. 70 Kilo sollen in 8 Wochen runter. Doch Annegret zieht von Anfang an nicht mit. Ich habe hier wunderbare Leckerleckers und mache heute keine Gymnastik. Beim zweiten Wiegen kommt es zum Eklat, denn die 55-Jährige hat als einzige zugenommen. Die Wut im Block ist riesengroß. Annegret steht auf der Abschussliste. Für die 55-Jährige steht jetzt unangenehmer Besuch auf dem Programm. Die Gewichtszunahme beim Wiegen am Tag zuvor will Fernanda bestrafen. Gemeinsam mit Gewinnerin Elisabeth will die Fitnesstrainerin Annegret zur Vernunft bringen. Es ist jetzt 5 Uhr morgens, der Block schläft. Und wir werden Annegret jetzt unsanft aus dem Bett holen und sie eigentlich zum Sport motivieren. Also ich freue mich schon darauf jetzt. Bis jetzt hat Annegret keine einzige Sporteinheit mitgemacht. Das soll sich ab sofort ändern. Wer nicht hören will, muss fühlen. Mit aller Härte des Diätgesetzes. Annegret, aufstehen! Guten Morgen! Hallo! Hier ist Ihr Fitnesscoach. Sie kommt. Guten Morgen! Guten Morgen, Annegret! Seid ihr im Club so früh? Ja, was wir kommen dich abholen. Du hast beim letzten Wiegen verloren. Das ist deine Strafe. Richtig. Und ja, da Elisabeth gewonnen hat, darf sie dir zugucken, wie du Sport machst. Komm, richtig. Mach dich für euch so früh, Leute. Ja, klar, so ja, natürlich. Anziehen, komm, anziehen, Sportsachen. Los geht's. Ich muss jetzt aber erstens wach werden. Das geht ja mal gar nicht. Komm, die Wiese wartet. Es wird gesportet. Ich muss erst wach werden. Erst wach werden. Okay, wir sind aber auch schon lange wach. Erst mal ein Zigaretten rauchen, wenn ich wach werde. Du hast eine Strafe abzusitzen heute. 800 Gramm beim Wiegen zugenommen. Und jetzt aufstehen, jibbi, jibbi. Ja, nee, du kannst doch von mir zum Schlafanzug kannst du von mir aus rauchen. Das interessiert mich nicht. Eine Zigarette. Eine Zigarette kannst du nächste Woche rauchen. Komm, gibi. Nee, die brauche ich halt jetzt. Meine Güte, Zigarette in die Schnauze und dann nein, auch raus. Ich rauche jetzt erstmal meine Zigarette. Nein, du rauchst jetzt keine Zigarette. Wie kannst du noch so viel von der Zigarette rauchen? Zigarette. Nein, nein, mach, zieh dich an und raus. Ich rauche eine Zigarette. Da hast du Pech gehabt, mach weiter. Zieh dich an raus. Nee. Die sind doch bekloppt, oder? Morgens früh um 5 Uhr. Die haben doch einen an der Waffel. Du hast noch eine Strafe offen und die musst du jetzt ausführen. Deine Strafe ist, mit mir Sport zu machen. Jetzt, draußen? Kannst du nach deiner Kippe dich anziehen und wir gehen raus? Ich darf keinen Sport machen, ich habe Herzprobleme. Du hast Herzprobleme? Ja. Und dann rauchst du eine Kippe, wenn du Herzprobleme hast? Ja. Trotz Herzproblemen zu rauchen, findet Annegret völlig in Ordnung. Sport hingegen ist in ihren Augen Mord. Was für Probleme sind das genau? Das sind Herzprobleme, weil nur noch eine Herzklappe arbeitet. Und da darf ich keinen Sport beimachen. Ja, und jetzt gerade, denke ich, zieht sich alles zu und dann geht's wieder auf und dann wieder zu. Und die Verkrampfung, die tut unheimlich weh. Ja, Moment mal, du simulierst anscheinend. Du rauchst eine Zigarette, hast eine Herzklappe noch, du simulierst. Ja, und dann rauchst du. Nee, du bist furchtbar traurig. Zieh dich an und mach voran. Nee, ich schon nicht mehr. Nee, ich glaub dir das einfach nicht. Nee, ich hab keine Lust. Ja, dann hast du keine Lust, also. Tondalein. Dass du diese Zigarette oder überhaupt das Rauchen lieber gegen Sport tauschen solltest, ist Fakt. Annegret sollte unbedingt aufhören zu rauchen und anfangen, Sport zu machen und ihr Herz-Kreislauf erstmal zu stabilisieren, anstatt das so zu ruinieren mit den Zigaretten, wie sie es jetzt macht. Und sie muss unbedingt damit aufhören, aber so richtig belehren lässt sie sich auch nicht. Fernandas Versuche, Annegret zum Sport zu bewegen, prallen an der sturen 55-Jährigen ab. Auch Wiegensiegerin Elisabeth ist machtlos. Ja, also Elisabeth, die soll mal ganz schön ruhig sein, also den Ball beim Namen lassen, ne? Aber was interessiert der, ob ich rauche oder ob ich nicht rauche? Und wenn ich morgens um 3 Uhr meine Zigarette rauche, das ist doch meine Sache. Wenn die nicht Raucher ist, kann ich auch nicht dafür. Soll sich ein Dauerlutscher im Maul stecken. Also das verstehe ich nicht. Dann rauche ich keine Zigarette. Nein, das ist auch schrecklich, was sie da macht mit den Zigaretten. Aber Elisabeth, ich kann das nicht verantworten. Ja, aber trotzdem, ich finde an den Lochen, ich stehe morgens um 5 Uhr auf der Matte und die hat eine Zigarette im Mund. Ich weiß, aber stell dir mal vor, wir gehen jetzt Sport machen, die kippt mir da um. Ja. Ich kann das nicht verantworten. Die ist krank. Ja, aber trotzdem, sie bringt sich noch langsam mal um. Ja, da soll sie weniger rauchen. Ja. Also ich glaube sie ja auf Anhieb, dass ihr Herz nicht mehr richtig funktioniert und dass sie auch bestimmt noch andere Defizite mit sich bringt körperlich. Fitnesstrainerin Fernanda Brandau kennt die Gefahren einer Herzerkrankung. Für Elisabeth ist es hingegen nur eine dumme Ausrede. Wer rauchen kann, kann auch trainieren, auch wenn man herzkrank ist. Der Block schlägt sich immer noch tapfer durch seine verschiedenen Diäten. Gemeinsam mit Gesa hat sich der 32-jährige Sascha zum Kochen verabredet. Auf dem Speiseplan der beiden Kohlsuppe für Sascha
und Kartoffeln für Gesa. Mensch, ja. Sascha, lass mich da mal hin. Oh Gott, ja, das ist ja so eng hier. Eng hier, ne? Ja, ich gehe auf die andere Seite rüber. Okay, machen wir es so. Normalerweise schmeiße ich alle raus aus meiner Küche, wenn ich koche, weil das so eng ist hier. Aber wenn du jetzt ein Stück zurückkommst, dann können wir Popo und Popo machen, du. Ja, so. Seit Wochen steht fast nur noch Gemüse auf Gesas Speiseplan. Dabei träumt die 24-Jährige eher von ganz anderen Leckereien. Ich vermisse meine Burger. So gerne Hamburger gegessen? Ja. Also so ein fetten, saftigen Hamburger wäre schon geiler als Kartoffeln, aber was wollen wir machen? Ich darf ja nicht. Leider. Doch wer schlank sein will, muss leiden. Zum Ausgleich findet die 25-Jährige in Metzger Sascha ihre ganz andere Art der Befriedigung. Du bist das Beste, was mir je passiert. Oh. Du tust so gut, wie du mich liebst. La, la, la. Das hast du so schön gesungen. Ja. Wunderbar. Normalerweise tanze ich dazu, aber ich darf ja zurzeit wegen meinem Fuß ja, gut, nicht. Ja, ne? Das solltest du dann nicht riskieren. Da bin ich so die tänzende, singende Köchin. Das hast du schön gemacht. Je mehr Kilos purzeln, desto stärker wird Saschas Libido. Dabei sah es beim 32-Jährigen noch vor 4 Wochen ganz anders aus. Ich gucke schon mal sehr gerne Computerfilme und esse ein paar Süßigkeiten dabei. Das mache ich oft und gerne. Und sollte es mal etwas anderes zu tun geben, dann nur mit entsprechend fleischiger Verpflegung. Zwischendurch mal so ein bisschen, das schmeckt schon gut, ja. Ich mache meistens ein großes Stück Fleisch, wenn ich selber koche, sage ich mal ein Kilo Braten. Schweinehaxe mit Schwachte dran, Currywurst mit Schwachte dran, Hamburger Semmelknödel mit Schwachte dran, ein Pudding oder so, ein Stückchen Kuchen mit Schwachte dran. Und da kennt sich der gelernte Metzger bestens aus. Er sitzt sozusagen direkt an der Quelle. Insgesamt habe ich jetzt hier 1 Kilo Gehacktes. Und da mache ich einen schönen Hackbraten draus. Oh, das sieht schon gut aus. Lecker. Beim Anblick dieser Fleischespracht schmilzt der Frikadellenfetischist förmlich dahin. Also das Kochen liegt auch ein bisschen mit dem Beruf Metzger zusammen. Ich brauche zum Beispiel für die Gewürze brauche ich nichts abbiegen oder so. Das habe ich im Augenmaß. So, und in den Ofen mit 1 Stunde, gute Stunde, 200 Grad. Und dann gucken wir mal, wie er aussieht. So ein Fleischklops schlägt mit 2400 Kalorien auf. Sascha schwebt bereits im kulinarischen 7. Himmel. Ah, und fertig ist er. Endlich sind Sascha und der Hackbraten in Liebe vereint. Stück für Stück bis zum letzten Bissen. Eine Beziehung, die der 139-Kilo-Mann mit allen Sinnen genießt. Auch wenn es ihm körperlich alles andere als gut tut. Oh, jetzt bin ich satt. Lecker. Denn die Kehrseite der Schlemmermedaille merkt Sascha mehrmals täglich. Treppen steigen, wenn ich hier so einen Kasten habe, wo Getränke drin sind und so, dann bin ich ganz schnell Puste, ja. Doch die Liebe zu Fleisch und Wurst ist stärker als die Vernunft und treibt Sascha jede Nacht aus dem Bett. Doch statt einer Kleinigkeit müssen gleich die gesamten Reste der mit Fleisch und Käse gefüllten Paprika vom Vortag dran glauben. An erholsamen Schlaf ist bei dem stark Übergewichtigen ohnehin nicht mehr zu denken. Kein Wunder, drücken doch fast 140 Kilo auf die Lungen. Ich trage nachts eine Schlafmaske, weil ich durch das Übergewicht das Schlafapnoe-Syndrom habe. Das bedeutet Atemaussetzer während des Schlafens. Die Maske sorgt dafür, dass Sascha zumindest einige Stunden Ruhe findet. Doch eigentlich will er das lästige Ding am liebsten loswerden. Mein Ziel ist, wieder Vollzeit arbeiten zu können. Und das ist zurzeit nicht möglich mit dem Übergewicht. Darum muss ich dringend Gewicht reduzieren, um zum Beispiel als Metzger auch wieder Vollzeit arbeiten zu können. Und aus diesem Grund muss das geliebte Fleisch jetzt dem Kohl weichen. Auch wenn Sascha und Gesa sich ihre Diäten selbst ausgesucht haben. Begeisterungsstürme brechen beim Anblick des Mittagessens bei keinem der beiden aus. Da wollen wir uns das mal schmecken lassen, ja. Ja, die Suppe ist ein bisschen. Esse ich besser so. Ja.
Das schmeckt ein bisschen fad. Kann ich deins haben? Nee, das gehört mir. Das ist, passt nicht um deine Diät. Ja, ist ja nicht schlimm, aber können wir nicht tauschen? Ja, außerdem, das kann ich nicht essen. Ja, das ist okay. Warte mal, ich hole mal was. Vielleicht schmeckt es ja dann besser. Das Essen hat echt absolut zum Kotzen geschmeckt. Also ekelhaft. Doch Gisa hat noch einen Plan B zur Verfeinerung der Fadendiätkost. Das passt doch überhaupt nicht. Hallo Sascha, das ist meins. Na, du kannst keine Mayonnaise essen. Das, ja, aber das ist so fad dann, hier, das Zeug. Guck mal so. Ja, aber du brauchst doch kein Diätessen kochen und machst da Mayonnaise drauf. Geht's bei dir noch ganz? Geht gar nicht, die spinnt ja wohl. Die Burgerliebhaberin ist gar nicht begeistert. Doch ganz nach dem Motto, von nichts kommt nichts, greift Blockbewohner Sascha hart durch. Du bist ein Arsch, gib die wieder her. Nein. Dann kannst du gleich draußen bleiben, Sascha. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Du wirst mir noch dankbar sein. Ja, ja. Tschüss. Doch Saschas Heldentat endet für ihn leider vor verschlossener Wohnungstür. Ich rette hier ihre Diät und dann sperrt die mich auch noch aus. Also ganz im Ernst. Das hat doch keinen Sinn. Was willst du denn? Ja, wie, was will ich denn? Ich will wieder rein. Du kannst, was soll ich denn jetzt mit dem Topf hier draußen? Bitteschön. Gisa. Du kannst den Topf nehmen, dann kannst du nach Hause gehen. Also wer Mayo klaut, der muss einfach draußen essen.